Hi, die letzten Tage habe ich ja hier das Wachs ausgeschmolzen und heute ist der Tag, wo die Wachsklötze dann gereinigt werden. Einen habe ich ja schon mal hier rausgeholt. Das stelle ich ja immer, also wenn die sozusagen von hier, wenn die da rauskommen und abgespült werden, werden die ja abgekratzt. Das zeige ich gleich nochmal. Dann werden sie mit dem Zeichen versehen. A für Altwachs, B für Bivitalwachs. Das ist eigentlich also meine Bezeichnung für das Frischwachs. Und weil die eben noch mit Wasser dann absiffen und trocknen sollen, stelle ich die erstmal hier so hin. Und am nächsten Tag ist das Wasser ja alles hier verdunstet. Das ist auch schön sauber und dann wird es oben eingelagert. Da habe ich immer so kleine zwei Stöckchen mir geschnitten. Einfach nur, dass das nicht schimmeln kann in der Mitte, einfach eine bessere Durchlüftung. Zack, wunderbar. Und jetzt zeige ich, wie das funktioniert mit diesen Hotbox hier. Wir haben da ja im unteren Bereich des Eimers noch das Wasser, Zuckerwasser drin. Das kippe ich immer hier ab in den Gulli. Und jetzt sieht man ja auch gleich, dass dieser Wachskuchen hier dann teilweise doch sehr stark verschmutzt ist. Das ist das, was ich meinte, mit dem, je größer der Wachsklotz gegossen ist, desto mehr effizient kann man arbeiten, weil diese Unterschicht, die muss natürlich geschliffen werden. Das wollen wir ja nicht im Wachsklärbehälter nachher drin haben. Und wie das funktioniert, ist eigentlich relativ einfach. Ich nehme da so einen Stockmeißel, der ziemlich breit ist, und dann wird es lediglich abgeschabt. Und es wird eben so viel abgeschabt, dass wir eine Schimmelbildung an der unteren Seite ausschließen können. Ihr seht, wenn da noch solche Brocken rausfliegen, wie das da hier, das ist alles eine Gefahr, dass da eine Schimmelbildung entsteht. Das möchte ich nicht haben in meinen schönen Wachsklötzen. Warum das hier nicht im Garten landet? Einfache Erklärung. Da ist ja immer noch Bienenwachs drin. Und wie ich ja schon ganz oft erwähnte, wenn man in der Imkerei einen guten Kreislauf sich selbst etabliert, dann gibt es da letzten Endes nicht wirklich ein Abfallprodukt. Das ist immer wieder ein Kreislauf. Und das, was am Ende wirklich übrig bleibt von so einer Kratzaktion, also wenn das Gekratzte sozusagen nochmal Dampf geschmolzen wird, ja, irgendwann ist halt unten wirklich so eine Drecksplatte vorhanden, dass die tatsächlich dann als Kompost, als Biodünger im Garten landen darf. Man sieht es aber, wenn man so eine Schlacke wegkratzt und da wirklich kein Wachs dabei ist, das merkt man allein schon also bei der Führung vom Stockmeißel kann man das schon gut merken. Und klar, wenn man hier schabt und da entstehen diese Wachsschuppen, dann wisst ihr ja, das ist ja noch euer guter Rohstoff, den wir da nicht einfach irgendwo ja, wegschmeißen wollen. Damit kann ich erstmal zufrieden sein. Wichtig ist immer für Einlagerungen die Kanten zu brechen. Wenn die Kanten nicht gebrochen werden, dann kann euch immer wieder hier am Rand so dieses Bienenwachs abfallen und liegt dann irgendwo im Lager rum. Und deswegen breche ich die Kanten, dass das eben schön sauber eingelagert werden kann. Das war jetzt noch die letzte Charge vom Altwachs, deswegen kommt da ein A drauf für Altwachs. Das muss ich jetzt auch noch sauber machen. Deswegen tue ich das jetzt auch mit dem anderen Wachsblock wieder in den Gulli auskippen. Danke dir. Gibst gerade mal hier ein bisschen Wasser drüber. Noch mehr? Okay, super. Moment. Wow. So, und das hier ist jetzt unser Frischwachs.
ist auch noch ziemlich viel Dreck dran. Das wird auch noch abgeschliffen. Also hier zum Beispiel, da sieht man ja jetzt schon, also das hier ist jetzt eigentlich so eine Schlacke, wo eben kein Bienenwachs mehr drin ist. Man merkt es einfach im Verhalten, das lässt sich komplett abheben hier. Das ist nur noch Schlacke. Das kann theoretisch, so wie es ist, gerade wieder im Garten landen. Und der Einfachheit halber packe ich es jetzt doch alles wieder hier rein. Der Tag nach dem Wachsschmelzen ist immer der Tag vor dem Wachsschmelzen. Nur jetzt im Dezember war das ja wirklich meine letzte Charge. Ich werde euch weiterhin mit den nächsten Videos unterhalten dürfen, wie das jetzt weitergeht im Klärprozess. Der findet bei mir drüben in den Hygieneräumen statt. Und da ich, wie gesagt, jetzt nicht mehr in der Saison bin im Winter, ist dieses Gerät offline bis zum nächsten Jahr, wenn es dann wieder darum geht, die Bienen zu reinigen und Altwaben rauszuholen, die eingeschmolzen werden. Dann wird es wieder in Betrieb genommen. Hoppala. Das darf nicht passieren. Ist aber nicht schlimm, wie gesagt. Auch hier brechen wir die Kanten. Und dann schreiben wir hier ein B drauf für das Frischwachs. So, und der nächste Klotz. Hier auch, bitte kurz Wasser drüber. Okay. Die Eimer, wo dann hier rumstehen, die werden bei mir tatsächlich nur mit Wasser gereinigt. Da kommt kein Chemie oder irgendein Säure, Etznatron etc. brauchen wir alles nicht. Wird einfach nur mechanisch mit Wasser ausgespült und ja, mehr muss man da auch nicht tun, weil es ist ja letzten Endes nur Klebereste, wo dran hängen und von daher ist es ausreichend. Das machen wir hier gleich mit den Eimern. Und wie ich ja vorhin sagte, noch sind sie ja vom Abspülen zu nass, um sie einzulagern. Deswegen stelle ich die jetzt erstmal hier so an die Wand. Dann können sie abtropfen. Morgen werden sie einsortiert. Und dann geht der nächste Prozess drüben in meiner wunderbaren Werkstatt im Hygieneraum weiter mit dem Wachsklärbehälter. Und dann zeige ich euch, wie man eben aus diesen dann doch sehr verschmutzten Wachsblöcken das sauberste Bienenwachs ja herstellen kann mit speziellen Techniken. Bis dann, ciao!